Meine Damen und Herren, ich möchte Sie heute Abend hier im Namen der Forschungsgruppe Makrogewalt ganz herzlich am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Unsere Vortragsreihe zu Gewalt in Bürgerkriegen geht ja heute schon in die dritte Runde. Und wie die meisten von Ihnen wissen, haben wir Sie im Rahmen dieser Vortragsreihe eingeladen, um mit den Referenten, aber auch mit uns zu diskutieren, und zwar über Forschungsansätze, die sich mit den analytischen Herausforderungen von Krieg bzw. Bürgerkrieg befassen. Wer auf unsere Homepage geschaut hat, wird dort gelesen haben, dass wir davon sprechen, wir wollen uns mit Kriegsschauplätzen theoretisch befassen und uns denen annähern. Ja, was soll das jetzt konkret heißen, haben Sie sich vielleicht gefragt. Wer in der letzten Woche hier war oder auch in der Woche davor, hat davon mit Sicherheit schon einen guten Eindruck bekommen. Letzten Dienstag hat Theresa Coloma-Beck vom Centre Marc Bloch in ihrem Vortrag sehr anschaulich mögliche Probleme bei der Theoriebildung über, aber vor allem auch im kriegerischen Kontext geschildert, und zwar ganz konkret im. Sie hat nämlich basierend auf ihrer Feldforschung im letzten Jahr in Kabul erste Ansätze zur Rolle von Raum im Bürgerkriegsalltag entwickelt. Dabei hat Frau Dr. Coloma-Beck sehr eingängig beschrieben, wie durch und wegen Gewalt Sicherheitsräume entstehen, in denen sich dann das normale Leben wieder neu organisieren muss. An diesen Vortrag musste ich heute Morgen denken, als ich wie jeden Morgen mich einmal informiert habe, was an dem Tag so passiert ist. Ein Anschlag in Kabul auf afghanisches Militär und den Geheimdienst. Über 300 Verletzte, zahlreiche Tote. Getroffen hat es dabei aber wieder vor allem Zivilisten. Und wir erinnern uns, es ist noch gar nicht so lange her, Ende 2014 war in der internationalen Presse von einer feierlichen Zeremonie in Kabul zu lesen. Der Terrorismus sei jetzt besiegt, die dunklen Tage Vergangenheit, und nach 13 Jahren beendete die NATO offiziell ihren Kampfeinsatz in Afghanistan und damit den Krieg. Über ein Jahr später, genauer gesagt nämlich vor 2 Tagen, hat die UN dann in ihrem jährlichen Bericht Bilanz gezogen, dass gegenüber 2015 die zivilen Opfer wieder gestiegen seien in Afghanistan. Der Anschlag von heute Morgen bestätigt also nur eine Tendenz, die wir länger schon beobachten können. Da frage ich mich natürlich, und Sie vielleicht auch, ist der Krieg in Afghanistan nun also vorbei oder nicht? Die NATO und die Stadtbevölkerung Kabuls würden auf diese Frage wohl jeweils sehr unterschiedliche Antworten geben. Ja, dieser kurze Ausflug in die afghanische Hauptstadt ist dabei nur einer von vielen Hinweisen darauf, wie viele Definitionen und Konzepte den Wirklichkeiten von bewaffneten Konflikten nicht mehr gerecht werden. Schließlich werden wir inzwischen täglich mit Nachrichten konfrontiert, die der klassischen Definition von Krieg und Frieden zuwiderlaufen. Viele denken vielleicht an den internationalen Konflikt in Syrien oder auch an die erschütterten Bilder von der saudischen Luftoffensive im Jemen. Die richtet sich offiziell gegen die Houthi-Rebellen, trifft aber vor allem die jemenitische Bevölkerung, Straßen, Schulen, Krankenhäuser. Dass die klassischen Definitionen der Konfliktforschung scheinbar immer weniger erklären können, ist jetzt in der Forschung nichts Neues. Vor gut 2 Jahrzehnten hat die Britin Mary Calder mit ihrem Konzept der neuen Kriege kritisiert, wie wir Krieg definieren. Das ist jetzt seither ausführlich diskutiert und ich will da nicht mehr ins Detail gehen. Für heute Abend ist an der Stelle aber vor allem wichtig, dass Sie und zahlreiche andere Kollegen eine Debatte angestoßen haben, die bis heute weitergedacht wird. Inzwischen fragen wir allerdings nicht mehr danach, ob Kriege wirklich neu sind oder anders. Vielmehr fragen wir, inwiefern sind sie anders, als die klassischen Definitionen sie uns beschreiben. Hat sich Krieg im internationalen Kontext wirklich gewandelt? Oder nehmen wir Krieg und bewaffnete Konflikte vielleicht inzwischen nur anders wahr? Wo verläuft die Grenze zwischen Krieg und Frieden? Wer definiert diese Grenze? Beispiele wie Afghanistan und der Anschlag in Kabul heute lassen uns fragen, wann beginnt ein Krieg und wann ist er dann auch wirklich zu Ende? Wir könnten natürlich neben der zeitlichen Dimension auch, wie in der letzten Woche, nach der räumlichen fragen. Mit Blick auf die dynamischen Frontverläufe in Syrien und Irak zum Beispiel, wo herrscht Krieg oder ganz subjektiv für wen? Und was muss erfüllt sein, bis eine Gesellschaft wieder in Frieden lebt? Unser heutiger Referent, Herr Professor Klaus Schlichte, wird nun am konkreten Beispiel Antworten geben, aber sich mit Sicherheit auch wieder mit neuen Fragen auseinandersetzen oder eben neue Fragen stellen. Was veranlasst uns überhaupt von einer Einheit
des Gegenstandes Krieg auszugehen? Ist eine allgemeine Theorie des Krieges möglich? Dr. Klaus Schlichte ist Professor für internationale Beziehungen am Institut für interkulturelle und internationale Studien der Universität Bremen. Er forscht zum Entstehen von Staatlichkeit und Herrschaft, aber auch ihren Zerfallsprozessen, insbesondere im Kontext bewaffneter Konflikte. In seinen zahlreichen Publikationen überzeugt er durch die enge Anbindung seiner theoretischen Überlegungen an empirische Befunde, beispielsweise aufgrund seiner Fallexpertise zu Serbien und Uganda. Auch mit Blick auf sein Interesse an internationaler politischer Soziologie fragt Herr Schlichte heute in seinem Vortrag nach Alternativen, um das Phänomen Krieg, wie wir ihn heute beobachten, theoretisch vielleicht neu zu fassen. Er verschiebt die analytische Perspektive heute allerdings auf Prozesse, auf den Wandel von Gesellschaften während und nach dem Bürgerkrieg. Professor Klaus Schlichte fragt ganz konkret, was passiert im Krieg? Herr Schlichte? Ja, einen guten Abend auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich gehe mal das Risiko ein, das Wasser hier auf die schiefe Ebene zu transplantieren. Nee, das geht nicht gut, aber hier ist noch ein bisschen Raum. Okay, gut. Ich werde einen Text vorlesen, weil es mir bei vielen Stellen doch wichtig war, sozusagen etwas genauer zu formulieren. Es gibt auch keine Bilder, obwohl es welche geben könnte, aber bei dem Thema ist es mir etwas schwer gefallen, sozusagen eine Dramaturgie mit Bildern gleichzeitig zu erzeugen, die zum Inhalt durchgehend passt. Mein Vortrag ist eine Reaktion auf die nach wie vor unbefriedigende Lage in den Sozialwissenschaften, was die Theorie des Krieges betrifft. Die Forschungslage ist ja nach wie vor segmentiert. Fast alle Forschungsbeiträge sind entweder auf einzelne Kriege bezogen oder auf einzelne Akteure, oder sie behandeln einzelne Orte, Biografien oder Episoden. Interregional vergleichende Forschungen fehlen fast ganz. Versuche der Theoretisierung sind entweder in der Strategietradition geschrieben oder sie beziehen sich auf Mikromechanismen wie die stark quantitativ ausgerichtete Gewaltforschung. Besonders die Geschichtswissenschaft hat ein großes Detailwissen über den Krieg geschaffen und daraus kann man viel lernen. Aber die allgemeine Tendenz der Sozialwissenschaften, sich zu spezialisieren, hat die Diskussion um die Synthesen verdrängt. Was als Theorie des Krieges firmiert, sind entweder Schriften aus der Generalstabsperspektive, also Strategieschriften, oder solche, die mit seherischem Tonfall aufwarten, ohne sich die Mühe empirischer Nachweise zu machen. Diese theoretische Lücke hat meiner Ansicht nach damit zu tun, dass wir grundlegende Fragen noch nicht beantwortet haben. Was passiert eigentlich im Krieg? Welche Prozesse finden im Krieg statt? Welche Verallgemeinerungen sind angesichts der Varianz von kriegerischen Ereignissen überhaupt möglich und wie können wir sie erreichen? Und warum gibt es keinen sozialtheoretisch befriedigenden Begriff des Krieges? Auch in diesem Vortrag kann ich diese Fragen nicht beantworten, aber ich möchte einen Vorschlag entwickeln, der die politische Soziologie des Krieges betrifft. Ich glaube, es ist der Blick auf die Prozesse im Krieg, der einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Fragen bietet. Zwei theoretische Grundauffassungen möchte ich dabei vorwegschicken. Erstens, eine Theorie des Krieges kann nur ein Teil einer Theorie der Gesellschaft sein. Der Krieg ist vielleicht, das müssen wir aber erst noch zeigen, ein Gegenstand der Sozialwissenschaften, aber er ist eben auch nicht der einzige und er ist wahrscheinlich noch nicht einmal der wichtigste. Meine eigene sozialtheoretische Orientierung kann ich gar nicht so genau angeben. Auf jeden Fall spielen darin Max Weber, Karl Marx, Pierre Bourdieu und Norbert Elias maßgebliche Rollen. Was ich im Folgenden umreißen will, ist vielleicht am ehesten eine herrschaftssoziologische Perspektive auf den Krieg. Zweitens, der Krieg ist ein historischer Gegenstand. Nicht nur die Praktiken der Gewalt, sondern auch ihre soziale, politische und kulturelle Bedeutung verändern sich historisch. Am offensichtlichsten ist das bei der Frage der Legitimität der Gewalt, denn die Delegitimierung der kriegerischen Gewalt ist keine historische Universalie. Es ist wohl eher eine junge Erscheinung, dass der Rückgriff auf kriegerische Gewalt auch grundsätzlich illegitim erscheint. Was aber haben die punischen Kriege, der Zweite Weltkrieg und der gerade beendete Krieg im Norden Ugandas eigentlich gemeinsam? Zunächst einmal nichts,
außer dass sie in der Zeit erstreckte organisierte Gewaltausübung darstellen. Eine Historisierung des Krieges ist also nötig, denn transhistorische Gesetze des Krieges gibt es vielleicht gar nicht. Deshalb möchte ich mich in meinem Vortrag auf Kriege im 20. und 21. Jahrhundert beziehen. Eine breitere historische vergleichende Diskussion wäre natürlich hilfreich, aber ich kann sie in diesem Vortrag nicht leisten. Um genauer zu verstehen, was im Krieg eigentlich passiert, scheinen mir Geschichten am besten geeignet. Deshalb möchte ich Ihnen gleich die Kriegserfahrung einer ugandischen Familie aus den frühen 1980er Jahren erzählen. Dabei gibt es natürlich ein Quellenproblem. Nicht nur liegt das Geschehen über 30 Jahre zurück, wie viele andere Kriege ist auch dieser wenig dokumentiert. Es gibt in diesem Fall keine Protokolle von Generalstabssitzungen und keine Lageberichte und auch keine Feldpostbriefe. Die Geschichte, die ich erzähle, ist insofern typisch, als wir außerdem erzählten und der spärlichen Medienberichterstattung fast keine Quellen haben. Dazu kommt, dass ich in meiner Erzählung aus mehreren Stimmen eine mache. Als Erzähler verdichte ich schon, was zwei Mitglieder derselben Familie mir unabhängig voneinander erzählt haben. Meiner Geschichte liegen meine Notizen zugrunde, die ich direkt nach den Gesprächen angefertigt habe, und die Geschichte ist dann danach freigegeben durch die beiden Befragten. Aus zwei Stimmen mache ich eine, aus zwei erinnerten Erfahrungen eine Erzählung. Ich wähle also schon Dinge aus und alle Betonungen, alle Pausen, alles Zögern, alles Nachdenken der Erzählenden sind aus dieser Geschichte verschwunden. Das erwähne ich, weil die Erfahrung des Krieges, sein Erleben, den allermeisten Sozialwissenschaftlern und ihren Zuhörern oder Lesern ja nicht mehr direkt gegeben ist. Und weil diese Erfahrung sich auch nicht direkt in wissenschaftliche Prosa übersetzen lässt. Wir haben es also auch mit einem Übersetzungsproblem zu tun, das die Forschung zur Gewalt und zum Krieg noch nicht hinreichend berücksichtigt hat. Es gibt zweitens ein Problem des Textualismus. Ein soziales Geschehen wird in einen gesprochenen oder geschriebenen Text verwandelt und fortan ist diese Repräsentation das Material, aus dem wir Theorien machen. Das ist wahrscheinlich ebenso problematisch wie alternativlos. Aber aus Gründen der methodischen Genauigkeit möchte ich diese Schwierigkeit wenigstens erwähnen. Im Anschluss an die erzählte Geschichte werde ich unter der Frage, was kann man hier sehen, ein paar Themen hervorheben, die meiner Ansicht nach schon etwas über Prozesse in diesem Krieg sagen. Dabei wird es sozusagen noch etwas ugandischer, weil die Interpretation der Geschichte natürlich nicht ohne Bezüge auf die Geschichte und Gegenwart Ugandas möglich ist. In einem dritten Schritt werde ich aus dieser kurzen Liste von Themen drei auswählen, um sie unter der Überschrift »Was ist generalisierbar?« in einer vergleichenden Perspektive zu diskutieren. Der Krieg, um den es hier geht, ist der Krieg der National Resistance Army, die zwischen 1981 und 1985 in Uganda gegen die Zentralregierung einen Guerillakrieg führte. Nach anfänglichen Erfolgen gab es Rückschläge und so zog sich die Guerilla 1984 in die bergige westliche Grenzregion Ugandas zurück. Aber auch die Regierung und ihre Armee hatten Schwierigkeiten. Das ist die Situation im ersten Halbjahr 1984 in der Kreisstadt Fort Portal. Jetzt also die Geschichte selbst, wobei das selbst aus den genannten Gründen in Anführungszeichen zu verstehen ist. Im Jahre 1984 lebt James als achtjähriger Junge mit seiner Familie am Stadtrand von Fort Portal, einer Kreisstadt im Westen Ugandas an der Grenze zum Kongo. Seit drei Jahren dauert der Krieg zwischen der Regierung Milton Obotes und der Guerilla der National Resistance Army des heutigen Präsidenten Yoweri Museveni schon an. Während dieser ersten drei Jahre war von der Gewalt des Krieges in Fort Portal nichts zu spüren, weil die Guerilla in einer anderen Gegend aktiv war. Aber in einem langen Marsch bewegt sie sich über die Berge des Ruwenzori an die Grenze zum Kongo, dem damaligen Zaire. Die Soldaten folgen. Niemand hungert in Fort Portal in den ersten drei Kriegsjahren, aber die medizinische Versorgung ist schlecht. Und nun, als die Gewalt langsam näher kommt, hört die Verwaltung fast auf zu existieren. Auch Schulunterricht findet nicht mehr statt. Die wichtige Teeproduktion der Region ist schon vor Jahren zum Erliegen gekommen. Aus den sonst hüfthohen Büschen sind meterhohe Bäume geworden. Erst lange nach dem Krieg werden diese Bäume gefällt und durch neue Büsche ersetzt. Die Regierungstruppen errichten Roadblocks, Straßenkontrollpunkte. Die Soldaten sind undiszipliniert, was sich darin zeigt, dass sie die Bevölkerung ausrauben und nach Belieben misshandeln.
Die Gefahr, die von dieser Soldateska ausgeht, ist unkontrollierbar. Die Bewohner des Stadtteils verbringen die Nächte im Busch, wo sie sich behelfsmäßige Unterkünfte gebaut haben. Weil die Soldateska dort auch Rebellen vermutet, bleibt sie nachts an der Straße und setzt der Bevölkerung nicht nach. Stattdessen suchen die Soldaten tagsüber die Häuser auf und stehlen nach Belieben. Sie kommen zum Plündern auch eines Tages in das Haus von James' Familie. Ein Soldat nimmt unter anderem auch das Radio von James' Bruder mit. Der damals 13-Jährige verübelt ihnen diesen Diebstahl so sehr, dass er seinen ohnehin heißen Wunsch, sich den Rebellen anzuschließen, in die Tat umsetzt. Alle Jungs, so James, spielten damals Guerilla gegen Regierung. Die Guerilla waren die Guten. James beneidet seinen Bruder, der seinen Entschluss noch in der Nacht umsetzt. James selbst will seinem Bruder in die Rebellion folgen, aber seine Mutter verweigert ihm die Erlaubnis. Erziehung sei wichtiger. Ein Grund, den James absurd findet, denn schon seit einem Jahr hat die Schule geschlossen, weil die Lehrer den Ort inzwischen verlassen haben. So spielt James mit den anderen Jungen weiter Soldaten und Rebellen. Bis in die 80er Jahre hinein war die Welt anscheinend für James' Familie in Ordnung. Selbst die Jahre unter Idi Amin werden in dieser Region nicht als problematisch erinnert. Erst mit dem Rückzug der Guerilla in die benachbarten Berge wird es problematisch, denn jetzt stehen die Regierungssoldaten vor dem Haus, wo sie auch einen ihrer Roadblocks, einen Kontrollpunkt, errichtet haben. Aber sie trauen sich nicht, diese Hauptstraße und das Zentrum des Ortes zu verlassen. Nach ein paar Monaten wird die Versorgung schwierig. Auch der Handel ist zum Erliegen gekommen. Es herrscht allgemeine Unsicherheit. Tag und Nacht gibt es Überfälle durch die Soldaten und Plünderungen in den Häusern, Vergewaltigungen, Tote. Die Gewalt findet nicht täglich statt, aber sie könnte es jederzeit. Einmal wird direkt vor dem Haus der Familie jemand von Soldaten erschossen. Aber ein anderes Mal bricht in ihrem Haus ein Soldat die Plünderung ab, weil ihn die Augen des dort hängenden Jesusbildes überall hin zu verfolgen scheinen, wo auch immer er im Wohnzimmer steht. He must have been Catholic, vermutet James' Mutter später. Während sich also sein wenige Jahre älterer Bruder den Rebellen anschließt, bleibt James mit seiner Familie zurück. Eines Tages wird seine Mutter, die in einem nahegelegenen Dorf Nahrungsmittel geholt hat, am Roadblock von den Soldaten abgefangen. Sie wird verdächtigt, für die Rebellen Lebensmittel zu organisieren. Ein Soldat will sie töten. Eine Waffe und Munition hat er nicht mehr, sodass er sie mit einer Handgranate umbringen will. Er zieht den Stift und stößt die Frau von sich. Weil sie weiß, was eine Handgranate ist, rennt sie zurück auf den Soldaten zu und klammert sich an ihn. Dieser wirft die Granate weg, sodass sie explodiert, ohne jemanden zu verletzen. In diesem Handgemenge nähert sich ein Wagen. Die Soldaten, die fürchten, ihr Vorgesetzter könne in dem Auto sitzen, stellen ihren Angriff ein. Im Wagen sitzt jedoch ein Pfarrer, ein Bekannter der Familie. Er erkennt die Situation, stößt die Tür auf, Judes Mutter springt in den Wagen hinein und fährt damit davon. Irgendwann stellen die Regierungssoldaten dann einen Granatwerfer auf den Marktplatz von Fort Portal und feuern manchmal tagsüber, manchmal nachts, stundenlang blind in die von dort aus gut sichtbaren Berge, ohne genaues Ziel. Zwei Wochen später überrennt die NRA-Guerilla die Stadt. Sie hatten schon zuvor in den Bergen und im Gebiet zwischen diesen und der Stadt ihre ersten befreiten Gebiete eingerichtet. Der Krieg dauert an, aber in Fort Portal sind die Kämpfe nun vorbei. Es dauert noch anderthalb Jahre, bis die Guerilla die Hauptstadt erobert und zur neuen Regierung wird. Im Jahr 1986 lässt sich dann der Guerillaführer, heute immer noch Präsident Ugandas, auf die Verfassung als Staatschef einschwören. Erst ein gutes Jahr später, 1987, kehrt James' Bruder zurück. Der jetzt 16-Jährige kommt mit Entourage. Er ist bei den Rebellen schnell aufgestiegen und nun Mitglied der Leibgarde des Präsidenten. In seinem Heimatort ist er ein Held. Alle besuchen ihn und wollen seine Geschichten hören. Die Mädchen umschwärmen ihn. Der Bruder macht nichts mehr selbst. Die ihm unterstellten Soldaten machen alles für ihn, vom Kochen bis zur Wäsche, bis hin zu den kleinen Hohl- und Bringediensten. Für die Jungen, die die kleine Stadt nie verlassen haben, ist der 16-jährige Rückkehrer wie ein Weltreisender. Er hat inzwischen das ganze Land kennengelernt, von einer Grenze zur anderen. Er kennt die Hauptstadt und außerdem alle, die in der neuen Regierung Rang und Namen haben. Die nächsten Jahre verbringt er in der Armee, die aus der Guerilla hervorgegangen ist. Anfang der 90er Jahre wird er im Rahmen eines großen Demobilisierungsprogramms, das von der Weltbank finanziert wird, aus der Armee entlassen. Er erhält eine Abfindung, die ihm für eine Woche ein großes Leben erlaubt.
Er holt seinen kleinen Bruder James aus dem Internat in der Hauptstadt und verbringt mit ihm einige Tage in einem Luxushotel. In diesen Tagen erzählt er James alles, was dieser über den Krieg wissen will, auch die Grausamkeiten, die die Rebellen selbst verübten, mit Wissen ihres Anführers. Erst jetzt wird James klar, dass sein erfolgreicher älterer Bruder im Krieg auch gelitten hat. James ist schockiert von den Gräueln, von denen sein Bruder berichtet, denn in seiner Heimatstadt wird der frühere Guerillaführer und jetzige Staatschef Museveni wie ein Heiliger verehrt. Und dies in einem Maße, dass sein Herausforderer bei den ersten Wahlen nach dem Krieg bei einem Auftritt in der Stadt fast gesteinigt wird. Bis heute ist die Gegend dem Präsidenten und damaligen Guerillaführer ergeben. Und obwohl James' Mutter eigentlich der konservativen katholischen Partei zuneigt, engagiert sie sich in den späten 1980er Jahren im Movement, als das die zur Regierung gewordene Guerilla sich definiert. Sie lernt in den Schulungen der Regierung mit einer AK-47 und mit einem leichten Maschinengewehr umzugehen. Das ist Teil des Programms Demystify the Gun, mit dem die Guerilla-Regierung der Bevölkerung die Angst vor der Waffe nehmen will. Ihr Sohn, James' Bruder, erleidet das Schicksal vieler Demobilisierter. Außerhalb der Armee kommt er nicht zurecht. Er hat keine Ausbildung, keinen anderen Beruf als den des Rebellen und Soldaten erlernt. Ein paar Jahre versucht er in unterschiedlichen Branchen Fuß zu fassen, dann stirbt er, keine 30 Jahre alt, an einer zu spät erkannten Krankheit. Zum zweiten Teil. Was kann man hier sehen? Natürlich kann man in jeder Geschichte unendlich viel entdecken. Ich möchte 5 Themen kurz diskutieren. Das erste Thema ist die Zeit der Ungewissheit. Nicht nur weiß James' Familie lange nicht, was als nächstes passiert, und sie weiß auch nicht mehr, was möglich ist und was nicht. James' Mutter weiß noch, worauf es im Leben ankommt. Sie ist studierte Pädagogin und sie legt großen Wert auf die Bildung ihrer Kinder. Aber sie erlaubt ihrem ältesten Sohn trotzdem, einem 13-Jährigen, sich der Guerilla anzuschließen. Die Unsicherheit setzt offenbar nicht nur ihren Alltag außer Kraft, sondern sie greift auch ihre Einstellung und Verhaltensmuster an. Es gibt offenbar Pfadentscheidungen, die es ohne den Krieg nicht gegeben hätte. Auch die Soldaten wissen nicht genau, was ihre Lage ist. Ihr Informationsproblem trägt zu ihrer Verhaltensweise bei. Sie wissen nicht, wer der Feind ist, wo er sich befindet oder ob er ihnen nicht vielleicht schon gegenübersteht. Die unterschiedslose, willkürliche Gewalt, die sie ausüben, ist eine Reaktion auf diese Ungewissheit. Diese Ungewissheit hat aber auch noch banalere Effekte. Immer weniger wird möglich, weil die willkürliche Gewalt das Leben der Stadt unterbricht. Es entsteht eine Eigenzeit. Die anwesende Gewalt sorgt für einen Ausnahmezustand im ganz wörtlichen Sinne. Die Menschen sind aus der Zeit herausgenommen. Sie befinden sich in einer außerzeitlichen Zeit, in der die üblichen Zyklen, die üblichen Routinen zwar nicht alle unterbrochen sind, aber die Ungewissheit macht ihre Relevanz zweifelhaft. Sobald die Guerilla übernimmt, ist das der Erinnerung nach aber vorbei, obwohl der Krieg noch über ein Jahr weitergeht. Der Ungewissheit liegt natürlich nicht nur ein Informationsproblem zugrunde, so wie Ungewissheit in der Managementliteratur aufgefasst wird. Die Ungewissheit ist ja nicht deshalb bedrohlich, weil man irgendetwas nicht weiß, sondern weil alles lebensgefährlich werden kann. Alle haben Angst. Es gehört wahrscheinlich zu den universalen Mythen der Erzählungen von Soldaten und Offizieren, über die Angst nicht zu sprechen, in einer Art Deformation professionelle. Angst könnte die Organisation lähmen oder in Frage stellen und deshalb wird sie gar nicht erst thematisiert. Sie ist unheroisch. Auch Ugandas Präsident ist in seiner nach zehn Jahren nach dem Krieg erschienenen Autobiografie nicht anders. Offenbar hatte wenigstens in der Guerilla niemand jemals Angst. In Fort Portal aber schon. Das wirtschaftliche Leben erlahmt, die Straßen leeren sich, wer kann, geht andere Wege oder verlässt die Region. Trotz der traditionell großen Angst in afrikanischen Gesellschaften, die Nacht im Wald zu verbringen, machen das die Einwohner Fort Portals, weil die Gefahr durch die Soldaten noch größer ist. Um die Eigenart dieser Zeit der Ungewissheit besser zu verstehen, müsste man auch etwas in den Blick nehmen, was in den jüngeren theoretischen Versuchen über den Krieg meines Wissens auch fehlt, die Todesangst. Denn die Angst, um die es in der Auseinandersetzung von James' Mutter mit den Soldaten geht, ist keine Befürchtung oder keine diffuse Angst, sondern sie ist Todesangst im Kampf, ohne Frage eine existenzielle und prägende Erfahrung. Zweitens. Mit der Zeit der Ungewissheit und der Angst steht zweitens die Ökonomie des Krieges im Zusammenhang.
Selbst in dieser kurzen Geschichte sind die wirtschaftlichen Veränderungen offensichtlich, die der Krieg mit sich bringt. Die Versorgungslage wird schlechter, weil die Unsicherheit auch die Händler erfasst. An den Roadblocks wird abgegriffen. Das lässt sich eine Weile kalkulieren wie ein Wegezoll. Aber mit zunehmender Willkür geht das nicht mehr. Die Menschen müssen immer längere Wege auf sich nehmen, um Nahrungsmittel zu organisieren. Dieser Teil Ugandas ist bekannt dafür, dass die Nähe zu Kongo oder dem damaligen Zaire ein Vorteil ist. Geht es auf der anderen Seite wirtschaftlich bergab, kann die Region dorthin exportieren. Ist es in Uganda problematisch, kann über den Kongo immer noch viel importiert werden. Mutmaßlich hat es auch in Fort Portal ökonomische Gewinner des Krieges gegeben, aber es ist jedenfalls klar, wer zu den Verlierern zählt. All jene, die von Lohn abhängen. Auf den Teeplantagen gibt es schon seit Jahren keine Arbeit mehr, sie liegen brach. Mit der Erosion staatlicher Verwaltungen versiegen auch langsam die Flüsse von Geld in die Region. Lehrer, Ärzte, Gesundheitspersonal verlassen staatliche Einrichtungen, weil es kein Gehalt mehr gibt. Kulturelles Kapital wird abgewertet. Und nach den Jahren unter Idi Amin gibt es nun eine zweite Auswanderungswelle von all jenen, deren Beruf in einen Koffer passt, wie eine jüdische Redewendung lautet. Große Teile Ugandas fallen in diesen Jahren in die Subsistenzwirtschaft zurück. Matoke, das Grundnahrungsmittel, kann zwar jederzeit hinter dem Haus produziert werden, ganz ähnlich der Kartoffel im deutschen Garten. Dennoch, der Krieg zehrt an der Ökonomie, der Kapitalstock sinkt. Drittens, es gibt zugleich eine Moralproduktion im Krieg. Die emotionalen Dynamiken, die in der Geschichte deutlich werden, stehen für mich aber noch in einem unklaren Verhältnis zu dem, was man kollektive moralische Phänomene nennen könnte. Die Trias von Ehre, Schande und Schuld ist vielleicht erst einmal geeignet, diese Dynamiken in Grundzügen zu erfassen. Die Rolle der Ehre in dieser Geschichte ist offensichtlich. Doch bevor die Guerilla überhaupt die Stadt übernimmt, wird sie charismatisch überhöht. Angesichts der Situation ist es vollständig verständlich, dass ihr Heilscharakter zugeschrieben wird. Eine extreme Form der Ehre, das Charisma des Kriegers ist es, was den 16-jährigen Bruder zuteil wird, als er nach 3 Jahren zurückkehrt. Im Verhalten der Nachbarn und der Jugend, die ihn anhimmelt, bedient und verehrt, mögen sich zwar auch traditionale Reste einer bis heute halb feudal und patriarchalisch organisierten Gesellschaft zeigen. Aber das Ansehen des 16-Jährigen beruht doch weit überwiegend auf der charismatischen Ehre, die ihm gleichsam als Anteilseigner am militärischen Erfolg zuteil wird. Die Geständnisse gegenüber dem jüngeren Bruder nach seinem Ausscheiden aus der Armee zeigen aber auch, dass der Träger der Ehre auch der Empfindung der Schande und der Scham nicht verschlossen ist. Wir dürfen vermuten, dass trotz unserer guten Bekanntschaft James und seine Mutter auch manches nicht erzählen, dessen sie sich schämen. Die moralische Kodierung eines Krieges, wie sie in späteren Staatserzählungen vorkommt, dürfte wohl in jedem Fall eine grobe Zurechtschreibung der emotionalen Dynamiken sein, die im Krieg passieren. Es ist davon auszugehen, dass James' Bruder den Krieg psychisch nicht unbeschädigt übersteht. Als Jugendlicher ist er Zeuge und mutmaßlich auch Täter direkter und wohl auch tödlicher Gewalt. Das lastet auf ihm und das Gespräch mit dem jüngeren Bruder Jahre später wirkt wie eine Warnung vor dem dunklen Gesicht der Politik, vor dem Krieg, der eben nicht nur ein Abenteuer ist, sondern auch ein Verhängnis. Viertens. Gewöhnlich werden Kriege in Begriffen von Sieg und Niederlage erzählt. Aber hat die Familie gewonnen? Aus meiner Sicht ist diese Geschichte viertens eine Geschichte uneindeutiger Sieger. Die Geschichte wurde von Mutter und Sohn nicht im Tonfall des Triumphes erzählt, auch nicht mit Stolz, sondern mit einer traurig gestimmten Sachlichkeit. Das könnte der Gegenwart geschuldet sein, denn die siegreiche Guerilla, die heutige Regierung, ist vor allem in den Städten mittlerweile eine Wahlverliererin, obwohl ihr Sieg damals eindeutig war. Das Regime gilt mittlerweile als ebenso korrumpiert wie seine Vorgänger. Doch auf dem Lande, im Süden und im Westen Ugandas ist der Krieg der NRA bis heute der legitimierende Mythos der Regierung. Die Jahre unter Idi Amin und das kurze Zwischenspiel der nachfolgenden Regierung gelten als Jahrzehnte des Chaos, des Tribalismus und der politischen Willkür. Der Sieg der NRA ist ein eindeutiger Sieg in der Erzählung der Regierung. Und weil sich Uganda seit den späten 1980er Jahren auch als Musterschüler von Weltbank und IWF gezeigt hat, wird diese Position international auch nicht in Frage gestellt. Bis heute ist Uganda als regionale Ordnungsmacht für die USA wichtig und die Regierung war geschickt darin, sich außenpolitisch immer so zu verhalten, dass ihr Renommee nicht gelitten hat.
Doch auch in James' Familie gibt es Zweifel an der moralischen Eindeutigkeit, obwohl der eigene Sohn erfolgreich gekämpft hat und obwohl beide Eltern im Staat der NRA Karriere machen werden. Aber als Sieger sehen sie sich heute offenbar nicht. Die politische Kodierung des Krieges durch die Regierung ist in der Familie brüchig. Fünftens. Der militärische Sieg am Ende des Jahres 1985, die Einnahme der Hauptstadt, ist aber nur der sichtbarste Teil des Erfolgs der NRA. Was an ihrer Politik auffällt, ist ein fünfter Prozess, nämlich die Anwendung einer globalisierten Ordnungstechnik. Es entspricht nicht nur einer lange globalisierten Vorstellung, dass die Guerilla die Hauptstadt erobern muss, um aller Welt zu zeigen, dass sie den Krieg gewonnen hat. Darin ist auch ein maoistisches Erbe zu erkennen, das seinen Weg in die ugandische National Resistance Army über die Geschichte der ostafrikanischen Linken gefunden hat. Die Strategie der Guerilla, sich in die Berge zurückzuziehen, nachts zu agieren und jenseits der Straßen und Hauptstraßen, Zonen der Städte und Hauptstraßen, Zonen der Unsicherheit zu erzeugen, entspringt ebenso der Lehre des Volkskriegs, wie sie bei Mao, Lenin und schon Clausewitz entwickelt wurde. Über eine Art Kriegspraktikum bei der mosambikanischen Befreiungsbewegung Frelimo hatte Museveni und einige seiner Getreuen in den 1970er Jahren gelernt, wie ein Guerillakrieg geführt wird, und sie wenden maoistische Prinzipien auch in den eroberten Gebieten an. Die Kurse, an denen James' Mutter teilnimmt, sind Teil eines bis heute praktizierten Programms, mit dem die Bevölkerung im Sinne des Regimes politisiert wird, dem man aber auch Emanzipationsabsichten nicht ganz absprechen kann. Die Kriegsverfassung Ugandas, um einen Begriff Otto Hinzes aufzugreifen, steht also in einer langen globalen Tradition der politisch-militärischen Ordnungstechnik, wie sie in vielen, wenn nicht allen Staaten betrieben wurde und wird. Letzter Teil. Was ist generalisierbar? Mit der Bemerkung zur Strategie der Guerilla habe ich schon weit über den Fall verallgemeinert und in diesem letzten Teil meines Vortrags will ich die Verallgemeinerung noch etwas weiter treiben. Dabei kommen natürlich die Forschung über andere Fälle und die Begrifflichkeiten und Theoreme der politischen Soziologie stärker ins Spiel. Ich möchte aus Zeitgründen nur vier der fünf Themen von eben wieder ansprechen. Auch dies können nur kurze Bemerkungen sein. Zunächst zur Ökonomie des Krieges, das scheint noch relativ einfach. Erstens also hier der sinkende Kapitalstock und verschärfte soziale Ungleichheit. Die Geschichte Fort Portals, aber eigentlich ganz Ugandas, in den 1970er und 80er Jahren zeigt in ökonomischer Hinsicht etwas, was wir aus anderen, wenn nicht allen Kriegen kennen. Der Krieg frisst. Er ist ökonomisch keine produktive Kraft. Kriegshandlungen und Kriegswirtschaft schaffen natürlich Strukturen. Aber der ökonomische Haupteffekt des Krieges ist der, dass er die reguläre Produktion, Zirkulation und Konsumtion behindert und selbst Werte vernichtet. Die Tätigkeit der Kämpfenden ist unproduktiv. Sie verbringen ohnehin die meiste Zeit mit Warten und wenn sie tätig werden, vernichten sie nur. Sie produzieren aber nichts ökonomisch Verwertbares. In allen Kriegsgesellschaften, also solchen, auf deren Gebiet kriegerische Handlungen stattfinden, beobachten wir ähnliche wirtschaftliche Prozesse. Geldentwertung, die relative Aufwertung von Grundbesitz in Nachkriegssituationen, die Verarmung von Lohnabhängigen, das sind ganz offenbar Prozesse, die wir in allen Kriegen der letzten 100 Jahre beobachten, egal auf welchen Kontinenten sie stattfinden. Offenbar haben diese Prozesse auch überall den gleichen Effekt, nämlich eine rapide und massive Zunahme sozialer Ungleichheit. Fast alle sind ärmer am Ende des Krieges, aber es gibt vor allem eine Massenarmut, die eine wesentliche Bedingung für die Nachkriegspolitik ist. Zweitens, Ungewissheit und Angst. Kein Theoretiker des Krieges, weder Clausewitz noch Keegan, van Krefeld oder Münkler, hat die Angst und den Schrecken des Krieges zu einem zentralen Topos der Theorie gemacht, obwohl doch die Evidenz so unübersehbar ist. Die Effekte der Gewalt sind ja nicht abstrakte, bloß Gedachte, sondern solche, die in die Körper fahren. Die Gefühle sind leiblich spürbar. Der Schrecken des Krieges ist sein vielleicht stärkster Effekt. Vielleicht sind hier auch die Wurzeln dafür zu suchen, dass der Krieg ein so großes, vielleicht das große politische Thema ist. Die Todesangst, das Miterleben von Tod und Gewalt verwandeln die Ungewissheit und ein vielleicht sonst nur diffuses Gefühl in eine Erfahrung, die niemand wieder vergessen kann. Inwiefern sich diese Erfahrungen in politisch wirksame Strukturierung umsetzen, ist nach meiner Kenntnis unerforscht.
Dass sie dafür eine Rolle spielen, scheint mir aber unabweislich. Vielleicht stoßen wir als Sozialwissenschaftler hier aber auch an eine Grenze. Die Gefühle und das Somatische, der Schrecken, der Schmerz, der Tod, die Trauer, sind vielleicht wissenschaftlich nicht restlos rationalisierbar. Bisher hat sich meiner Kenntnis nach aber nur die Kulturgeschichte darum bemüht. Drittens, Ordnungswandel im Krieg. In der Geschichte lässt sich auch erkennen, dass der politische Wandel Ugandas schon im Krieg beginnt. Denn das Programm der NRA ist nicht nur, eine Regierung durch eine andere zu ersetzen, sondern in den frühen 80er Jahren ist das Programm durchaus noch von revolutionären Ambitionen durchsetzt. "This is not just a change of guards, this is about fundamental change", wird der neue Präsident im Januar 86 vor der internationalen Presse bei seiner Vereidigung sagen. Betrachtet man die politische Situation Ugandas heute, 30 Jahre später, so klingt das nicht mehr ganz so überzeugend. Aber es ist klar, dass der Krieg und die Reform nicht voneinander zu trennen sind. Die Guerilla beginnt mit den Veränderungen noch im Krieg in den befreiten Gebieten. Sie schafft die kolonialen Chiefs ab und ersetzt sie durch gewählte Revolutionary Councils, die es als Local Councils bis heute in Uganda gibt. Aus der Guerilla wird, ganz wie in Maos Theorie, eine Regierung. Diese Transformation der informellen Kriegsakteure in formelle politische Herrscher gibt es natürlich in zahlreichen weiteren Fällen. Einer der weltweit renommiertesten sind die jugoslawischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Aber man könnte auch an George Washington denken. Auch diese Beobachtung ist relevant, weil sie zeigt, wie unangemessen die gängige Unterscheidung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Kriegsakteuren ist. Dieser Wandel, aber auch die Kontinuitäten, gehören im engeren Sinne zu dem, was ich eingangs als das Thema meines Vortrags ausgewiesen habe, nämlich die Herrschaftseffekte des Krieges. Meine Vermutung ist, dass wir diese Herrschaftseffekte nicht verstehen können, ohne auf die anderen Prozesse zu schauen, die ich eher angesprochen als wirklich geschildert habe. Offenbar strukturieren Kriege politische Ordnungen und diese Strukturierungen dauern länger an, als auf den ersten Blick offensichtlich wird. Die Angst, der Schrecken scheinen sich im Staat fortzusetzen und die Legitimität wird durch Disziplinierung ergänzt. Die Moralproduktion wird staatlich eingehegt, die neue Verteilung von Werten sanktioniert und alle schätzen den Ordnungswert der neuen Ordnung. Viertens, der Herrschaftseffekt des Krieges. Dass der Zweite Weltkrieg zentral ist, um die Ordnung Europas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu verstehen, ist vielleicht eine Binsenweisheit. Wie in Uganda sind diese politischen Ordnungen ohne die Erzählungen nicht denkbar, in denen Kriege eine prominente Rolle spielen. Und diese Erzählungen sind ja zumeist Rationalisierungen von Erfahrungen, politische Geschichten, mit denen die unendliche Mannigfaltigkeit der Erfahrung zu einer Meistererzählung homogenisiert werden soll. Denn die Gefühle, Erfahrungen und Geschichten sind nicht gleichartig und gleichgerichtet, weder vor noch nach dem Krieg. Das ist über Deutschland im Ersten und Zweiten Weltkrieg bekannt, das wissen wir aber ebenfalls über Serbien und sogar Uganda. Es ist offenbar die ungeheure Arbeit des Staates und der Intellektuellen, die Narrative zu schaffen, in denen die Erfahrungen auf einen Nenner gebracht werden. Das ist hochgradig selektiv, denn es kommen viele nicht mehr vor, unter anderem diejenigen nicht, die, um es mit Bourdieu zu sagen, nicht sprechen können. Der Umgang mit dem Krieg in der Publizistik, aber auch in den Sozialwissenschaften, ist deshalb in jedem nationalen Kontext selbst Teil dieser Herrschaftseffekte. Die Staatserzählung des Krieges ist so immer noch ein Teil der Dialektik von Gewalt und Legitimität, der Staat als politischer Verband, als Gewaltorganisation im Sinne Webers. Der Staat braucht eine Erzählung von sich, die seine Gewalt legitimiert. Der abstrakte Hinweis auf das Recht reicht dafür offenbar nicht aus, sondern alle Staaten und alle Regierungen erzählen Geschichten von Revolutionen, von moralisch aufgeladenen Vergangenheiten, von historischen Lehren, die in ein Selbstverständnis einfließen und den Daseinsgrund der Ordnung darstellen. Diese Art von Geschichtspolitik scheint mir universell zu sein. In Europa ist sie seit dem 19. Jahrhundert nationalistisch in dem Sinne, dass das Subjekt dieser Erzählung dann ein Kollektivsubjekt ist, eine Nation, die im Staat ihre Form gefunden hat, während ihre Kriegsgeschichte ihr Schicksal ist und war, aus dem Lehren gezogen und Werte begründet werden. Ein wesentlicher Vektor dieser Vereinheitlichung der Erzählung von Erfahrung sind staatliche Institutionen. Die Schule ist überall auf der Welt der Ort der Geschichtspolitik, in dem die Verschiebung des Krieges,
die Millionenkatastrophen in zusammenhängende Erzählungen narrativ rationalisiert werden. In den Ausbildungen der Beamten, allen voran natürlich der Soldaten, wird die Verstaatlichung und Nationalisierung der Geschichte natürlich ebenso betrieben und schließlich habituell. Und selbst in den Sozialwissenschaften geschieht dies überwiegend so. Die Deutschen oder Moskau sind auch darin ungehemmt genutzte Verdinglichungen. Ich komme zum Schluss. Was passiert im Krieg? Können wir etwas Allgemeines darüber sagen, was im Krieg passiert? Dazu habe ich ein paar Thesen geliefert. Aus einer einzelnen Geschichte kann man natürlich keinen Prozess destillieren und auch meine kursorischen vergleichenden Bemerkungen sind nur Impulse, aber noch keine Theorie. Die Komplexität des Krieges ist die Mannigfaltigkeit der Situationen, der Erfahrungen, der Erzählungen. Die Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, ist ja nur eine von wahrscheinlich Milliarden. Eine Theorie des Krieges müsste sie alle irgendwie berücksichtigen können und den Krieg nicht bloß als einen Gewaltakt denken, sondern als einen Raum, eine Dauer, eine Durée mit einer eigenen Zeitordnung, die natürlich noch in ihrem Innern variiert. Aber sie müssten eben auch das ganz normale Material in den Blick nehmen, die Biografien, die Statistiken, die kulturelle Produktion, die politischen Diskurse und nicht nur die Regierung und das Militär. Ich vermute, dann würde sich zeigen, dass die Effekte der Gewalt nicht unilinear sind und auch kaum vorhersehbar. Das gilt im Krieg, aber auch danach. Die Erfahrungen sind nicht einheitlich und sie sind auch nicht widerspruchsfrei. Die Widersprüche bleiben und keine Regierung hat es bisher vermocht, mit einer Meistererzählung allen Widerspruch auszulöschen. Um eine wirkliche Theorie des Krieges zu entwickeln, müsste man wohl eine globale Gesellschaftsgeschichte des Krieges schreiben. Dazu liegt zwar viel Material vor, aber es gibt selbst für die jüngere Vergangenheit einen großen Mangel an wirklichen Quellen. Die Vielzahl der Behauptungen darüber, was in Afghanistan, in der DR Kongo, in Somalia oder in Liberia in den letzten 30 Jahren passiert ist, steht ja in einem eigenartigen Kontrast zu den wenigen empirischen Arbeiten darüber, die sozialwissenschaftliche Standards erfüllen. Die Schnelltheoretiker des Krieges lesen ganz offensichtlich noch nicht einmal diese. Ich bin davon überzeugt, dass wir im deutschen Sprachraum an einer Zeitenwende stehen, was das Thema Krieg angeht. Wer 1940 geboren ist, zählt heute 76 Jahre. Die Zahl derjenigen in Deutschland, die kriegerische Gewalt selbst erfahren haben, nimmt rapide ab. Es scheint mir kein Zufall zu sein, dass gleichzeitig der Gebrauch militärischer Mittel immer normaler und unproblematischer erscheint und als probate politische Maßnahme für alle möglichen Probleme in Betracht gezogen wird. Vielleicht können wir als Sozialwissenschaftler das Wissen um den Schrecken des Krieges, seine entgrenzende und zersetzende Kraft, die Vernichtung, die er bringt, nicht mehr voraussetzen, weil die Erfahrung des Krieges nur noch von wenigen gemacht wurde. Militärs wissen das natürlich, aber in Deutschland sprechen sie darüber aus Mangel an republikanischer Tradition nicht in der Öffentlichkeit, anders als etwa in Großbritannien oder den USA. Wenn die Militärs es nicht tun, dann müssen wir es als historisch informierte Sozialwissenschaftler eben machen. Dazu sollte mein Vortrag ein Beitrag sein. Vielen Dank. Applaus